Hallo im Küchengarten. Ich nehme mal an, ihr seid das Herumgejammere wegen der diesjährigen Kraut- und Braunfäule an Tomaten und auch an Kartoffeln wahrscheinlich schon etwas leid. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich euch auch von meiner Tomaten- und Kartoffelkatastrophe im Jahr 2021 erzählen. Was ist also die Kraut- und Braunfäule? Das ist ein Pilz, der im Boden lebt, der sogar im Boden überwintern kann und durch Spritzwasser, also wenn es regnet oder wenn man gießt, von der Erde hinauf auf die Blätter spritzt. Es fängt meistens an den Blättern an, die werden dann so bräunlich, schwarz, verfaulen dann. Später greift der Pilz dann auf die Pflanze selbst über, man sieht dann überall so braune Stellen und zu guter Letzt, wenn er dann komplett aus dem Ruder läuft, greift der Pilz auch die Früchte an. Die werden dann auch so braun und ganz hart und sind verloren. In diesem Jahr war es mit der Kraut- und Braunfäule wirklich besonders schlimm aufgrund der feuchten Witterung, denn besonders gern breitet er sich bei einer Temperatur von rund 15 Grad und feuchtem Milieu aus. Was mich besonders betroffen gemacht hat, ist hier an meiner Wildtomate, der Johannisbeertomate, die eigentlich wirklich für den Freilandanbau geeignet ist, dass es hier jetzt zu einer kompletten Zerstörung geführt hat. Ich habe noch versucht, durch das Entfernen von betroffenen Blättern die Krankheit einzudämmen, aber da es dann immer weiter geregnet hat, wurde ich der ganzen Katastrophe einfach nicht mehr her. Also es ist schon wirklich grausam, wenn man seit Anfang März die Tomatenpflanzen bei sich im Haus großzieht, Pflege, alle Sorgen hineinsteckt und im Endeffekt erntet man nicht mal eine einzige Tomate. Ja, also jetzt bleibt mir mal nichts anderes übrig, als diese extrem betroffene Johannisbeer-Tomatenreihe komplett zu entfernen. Und wichtig ist hierbei, dass ich dieses Kraut, was von diesem Pilz so betroffen ist, nicht auf meinen Kompost gebe, weil da ist die Kompostwirtschaft wirklich nicht so professionell, dass so eine hohe Hitze entstehen würde, die den Pilz dann abtötet. Die sicherste Methode ist, das Kraut einfach über den Hausmüll zu entsorgen. Ich gebe es in die grüne Tonne, denn wir haben eine sehr gute Kompostieranlage, wo der Pilz dann mit Sicherheit abgetötet wird und nicht weiter um sich greifen kann. Wenn ihr euch fragt, warum ich diese Drahtkörbe unterhalb, also ziemlich bodennahe bei meinen Tomaten angebracht hatte, das ist wegen den Enten gewesen, wegen meinen Laufenten, weil die zarten Pflänzchen am Anfang immer niedergetrampelt oder angeknabbert haben und, also niedertrampeln war das größte Problem, oder dass sie mit ihren Schnäbeln an die Wurzeln gegangen sind, was bei zarten Jungpflanzen natürlich nicht sehr förderlich für das Wachstum ist. Deswegen habe ich diese Drahtkörbe angebracht, da konnten die Enten mit den Schnäbeln nicht hinein und die Pflanze konnte trotzdem gut wachsen. Das sind nun die Überreste meines Johannisbeertomatentraums. Ganz schöner Haufen ist zusammengekommen. Und hier im Beet habe ich mich wirklich bemüht, die kompletten Blätter, alle Reste, alle Pflanzenreste zu entfernen, um die Belastung mit diesem braun- und krautvollen Pilz möglichst gering zu halten. Das Ganze ist wirklich furchtbar traurig, wenn man sich hier diese Traube an Früchten und Blüten anschaut, die ich jetzt im Herbst beernten hätte können. Es tut mir in der Seele weh, ich hätte zumindest mal gerne eine gekostet, wie sie schmeckt. Das nächste Desaster ist hier im Küchengarten. Hier hatte ich die Braun- und Krautfäule eigentlich ziemlich lang gut im Griff. Ich habe meine 2, 4, 5 Tomatenpflanzen schön weit auseinandergesetzt und die Blattmasse gering gehalten, also immer schön herausgebrochen die Blätter, damit sie luftig steht und die Blätter schnell abtrocknen können und dadurch der Pilz keine Chance hat, sich auszubreiten oder sesshaft zu werden. Ich habe dann auch immer die anfänglich befallenen Blätter abgerissen, aber es
Ich konnte dem Ganzen nicht Herr werden. Also mir ist wirklich zum Heulen zumute. Vor allem, da hier schon so wunderschöne, riesige Früchte dran sind. Das wäre hier die Artisan Fire gewesen. Eine wunderschöne rote Tomate, die hier oben eine orangene Ausstrahlung gekriegt hätte. Und die sind jetzt leider alle hinüber. Man sieht, ich habe hier eh schon fast keine Blätter mehr dran, nur hier oben, wo sie noch einigermaßen grün ausschauen. Aber hier auch der Befall an dem Stängel selber. Eine Katastrophe. Und sogar hier meine Basilikumreihe. Dieser Basilikum war vor einer Woche noch buschig grün, ein Traum. Ich habe mich so darauf gefreut, in großem Ausmaß Pesto zu produzieren. Und auch der wurde jetzt von dem Pilz komplett dahingerafft. Mir fehlen einfach die Worte. Das ist unglaublich traurig und unfair. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist einfach schrecklich. Auch hier bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als die kompletten Pflanzen mitsamt Früchten und auch den Basilikum herauszureißen und in der Biotonne zu entsorgen. Könnt ihr meinen Schmerz spüren? Das Erschütternde ist vor allem, dass sogar hier unter meinem Tomatendach, also in meinem Tomatenhaus, also dort, wo die Tomaten unter einem Dach stehen, die Kraut- und Braunfäule Einzug gehalten hat. Hier hatte ich zwei Czerny Prinz und eine Berner Rose, oder habe ich jetzt gerade noch. Die eine Czerny Prinz ist sowieso komplett verkrüppelt geblieben. Die ist nie richtig gewachsen, obwohl ich sie gleichzeitig gepflanzt habe, wie ihren Bruder hier daneben. Ja, und jetzt hat sie auch die Kraut- und Braunfäule bekommen. Also die kommt komplett raus. Hier daneben sieht man, dass sie auch schon begonnen hat, aber noch nicht am Stängel. Der ist noch schön grün und nur hier die unteren Blätter. Da werde ich jetzt versuchen, dass ich diese Blätter einfach abbreche und vielleicht dann doch noch ein oder zwei Tomaten davon bekomme. Und hier daneben die Berner Rose. Da ist zwar auch noch nichts am Stiel zu sehen, aber an verschiedensten Blättern sind auch schon die ersten Anzeichen vorhanden. Ja, ich schaue mal, inwieweit ich hier mit dem Rausreißen, mit dem Abbrechen der Blätter weiterkomme. Ansonsten muss die leider auch komplett raus. Auch hier in meinem neuen selbstgebauten Hochbeet, das Video verlinke ich euch gerne hier oben, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Leider total Ausfall. Die Kraut- und Braunfäule hat schon die Pflanze erreicht, den Stiel, die Blätter sind total braun und hängen und verrunzelt. Also bleibt mir nichts anderes übrig als raus damit. Hier habe ich mit so selbstgebauten Tomatenhaken gearbeitet, die eine Sisalschnur dran haben, an der die Tomaten hochgeleitet werden. Erspart mir einiges an Arbeit. Die schneide ich nun einfach mitsamt der Tomate ab und gebe sie in die grüne Tonne. Und im nächsten Jahr fädle ich einfach eine neue Schnur auf. Hier ist nun also das ganze Zubehör, das mit Pflanzenteilen, die von der Braun- und Krautfäule befallen waren, in Kontakt gekommen ist. Das werde ich jetzt entweder auskochen oder mit Alkohol abwischen, damit sich der Pilz, der ja sehr lange überwintern kann und sehr lange auch auf solchen Gerätschaften verbleibt, nicht weiter verbreitet ins nächste Jahr. Auch meine Schere werde ich gut abwaschen und desinfizieren. Absolut bluten tut mein Herz hier bei meinen mexikanischen Honigtomaten und bei meiner Indigo Cherry Drops
Die sind so gut gekommen. Am besten von all meinen Standorten haben die sich hier entwickelt. Es hängen so viele Früchte dran und die Braun- und Krautfäule hat lange Halt gemacht vor diesem Standort. Und jetzt habe ich gesehen, sie schlägt auch aufs Grausamste zu. Schaut mal, was da für Trauben dranhängen. Traumhaft, das ist die Indigo Cherry Drops. Mein Gott, ist das toll. Das ist zum Beispiel noch vom Hagel, ein kleiner Hagelschaden. Aber die Trauben sind traumhaft. Und auch hier bei der mexikanischen Honigtomate. Unglaublich, was da dran hängt. Und sie fangen gerade an, sich zu verfärben. Und jetzt hier unten nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Da ist schon nichts mehr zu retten. Man sieht auch hier schon, dass es braun ist am Stiel. Blätter natürlich auch. Es zieht sich jetzt bis hier nach oben weiter. Oh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Warte ich noch? Ob sich vielleicht doch noch was ausreift? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt richtig, richtig demotiviert. Ich habe gedacht, wenigstens hier kann ich noch was ernten. Hier habe ich mich jetzt dazu entschieden, alles, was befallen ist, herauszubrechen oder wegzuschneiden. Ja, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, weil, also, das ist jetzt schon ein bisschen viel für mich. Der Komplettausfall bei all meinen Tomaten, das trifft mich. Das ist wirklich schade, aber es muss weitergehen und im nächsten Jahr sieht das sicher wieder ganz anders aus. Ja. Das war's von mir und meiner Tomatenkatastrophe. Dazu kann ich gar nichts anderes sagen. Ich wette, vielen von euch ist es genauso gegangen. Lasst mir doch gerne für dieses Video einen Mitleidsdaumen hinauf da oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, ob ich im nächsten Jahr mehr Glück habe mit meinen Tomaten. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei mir im Küchengarten. Bis dann. Tschüss.